Servus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Claudia Pichler und ich freue mich heute besonders auf meinen Gast. Das ist nämlich ein Musiker, der Begründer der Spider-Murphy-Gang. In München ist er bekannt wie ein bunter Hund und ein äußerst sympathischer Gesprächspartner. Günther Siegel, der ist heute bei mir und der müsste da drin sein. Wir sind nämlich da in Schwabing im Lustspielhaus und jetzt suche ihn mal. Da ist er schon. Günther, grüß dich, servus. Schön, dass du da bist. Prima. Ne? Komm, wir suchen einen schönen Platz. Ja. Okay. Vielleicht da so in der Mitte rein. Da. Ja. So, Günther, setz dich her. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Okay. Ja, wir sind mitten in Schwabing im Lustspielhaus. Das ist für dich auch ein ganz besonderer Ort, oder? Ja, da spielen wir jetzt schon seit über 20 Jahren immer. Wir haben ja in Schwabing angefangen und das ist immer eine Rückkehr wieder an unsere alten Zeiten. Ja, eigentlich an die Wurzeln, oder? Bei der Murphy-Gang, ihr habt die ersten Auftritte auch in Schwabing gemacht. Ja, das ist gar nicht weit da vorne in der Siegerstraße, im Memolen damals, gegenüber was Podium, Schwabinger Podium, gibt es jetzt auch nicht mehr. Mhm. Ja, die ganzen Musikkneipen gibt es eigentlich nicht mehr. Ja, da haben wir angefangen, 78 im Fasching, haben wir unseren ersten Auftritt gekriegt. Ja, ja. Da waren wir mit der Memo rein, der hat ja das Memolin gehabt und wir haben uns 77 gegründet und dann haben wir so eine Demo-Kassette. Kassette? Ja. Kassette! Ich kenn's noch. Wo wir mit dem Bleistift dann. Genau. Und wenn wir wieder drehen müssen, wenn es alles. Ja, wieder aufrollen müssen und so. Kassette. Und da hat der Barney verteilt in den ganzen Kneipen, weil wir wollten in München ein bisschen da Fuß fassen. Mhm. Damals hat in den Musikkneipen hat jeden Tag noch eine Band gespielt. Ja. Also hat man auch viele unbekanntere Sachen dann gesehen, oder wie war das? Ja, damals war noch Dixieland. Wir haben immer gesagt, Bier-Jazz machen die. Das, das waren lauter Jazzgruppen, die haben geheißen Second Line oder Jazzgrenzen, Immergrün. Was hat es noch gegeben? Big Old Swing Feet. Und so, und die haben gespielt und dann haben wir haben so ein Rock'n'Roll-Programm gemacht, weil in den 70er davor waren wir immer in den Army-Clubs, da spielen wir wie im Ausland. Wir haben gesagt, wir werden in München nie berühmt. Mhm. Und dann haben wir Demo-Kassetten gemacht, der Barney ist dann rum in den Kneipen und so. Und was war gedacht, auf der Kassetten? Ja, wir haben dann gesagt, so also eine Rock'n'Roll-Show, da könnte man vielleicht auch einen festen Tag kriegen in so Musikkneipen. Mhm. Könnt ja nicht nur mit Jazz und Dixieland und New Orleans Musik, die haben wir das gespielt, Ice Cream, You Scheme und so Zeug. War der also damals, war damals populär oder so, waren ja die Dinge weltberühmt. Wir haben die Korsen, Ella Bar haben es gespielt und die alten Rittersleid. Mhm. Wir haben die Korsen jetzt vorgedreht? Ja, weißt du nicht mehr, mich, gell? Aber ich weiß, da war ich noch ein bisschen jung. Ja. Das habe ich gar nicht mehr so mitgekriegt. Fällt mir jetzt nicht ein, das ist immer blöd, dass mir Namen nicht mehr einfallen. Das ist ab einem gewissen Alter geht das los, da fällt dir die Namen nicht mehr ein. Ja. Alotria haben die geheißen. Alotria, glaube ich, Jazzband. Nein, das war wieder andere. Die haben nicht geheißen. Wir haben die geheißen, aber ihr wisst es ja auch nicht. Es sind nur junge Leute da. Ja. Ja, und dann habt ihr euch da beworben und dann habt ihr da spielen dürfen, oder wie? Ja, wir haben die Kassetten verteilt, also der Barney rum mit unserer Demokassette. Ja, wir haben Rock'n'Roll aufgenommen, Chuck Berry halt, und Elvis, Jerry Lee Lewis haben wir gespielt. Und dann wollten wir halt da einen festen Tag kriegen in München in so einer Kneipe. Und an Fasching ist die Band ausgefallen. Mhm. Fasching Sonntag, Montag und Dienstag. Und dann hat er wahrscheinlich die Kassetten gesehen und so hat er gedacht, eine Münchner Band aus Spider-Murphy-Gang. Und dann hat er gedacht, ja, vielleicht haben die Zeit. Dann hat er angerufen und haben wir gesagt, ja, das war ja unsere Chance dann. Mhm. Fasching Sonntag haben wir dann noch am Dom gespielt. München-Narrisch, weißt du schon? Ja.
bei 8 Grad minus. Ja, sag einmal. Haben wir da gespielt. Und abends dann im Memoland waren sie erster Auftritt da. Und das ist gut angekommen, da haben wir gespielt. Sonntag, Montag, Dienstag, Nachmittag ist Schluss gegangen, weil da war dann Schluss. Kehr aus, ne? Mhm. 12 Uhr, da haben wir Nachmittag schon gespielt. Und hat dann immer gesagt, ja, dann müssen wir Nachmittag auch schon spielen. 3 Tage haben wir 800 Mark gekriegt, das weiß ich noch wie heute. Das ist aber nicht wenig. Ja, das war gut für uns. Und, aber das war ja quasi, also Musik hast du gern gemacht, aber es war ja, du hast ja beruflich erstmal was ganz Solides gelernt, oder? Ja, das ist heute auch nicht mehr solide. Früher war es noch ein anständiger Beruf. Bankkaufmann war ich. Bankkaufmann. Das habe ich gelernt bei der Volksbank. Ja. Aber wie bist du denn da gelandet? War das einfach, weil man etwas Gescheites lernen sollte? Mit 15, da bin ich dann, habe ich dann Handelsschule gemacht. Da habe ich dann auch schon angefangen, Musik machen und so. Und das war ja damals eine super Zeit. Da haben wir so eine Beatband gehabt. Und dann, da habe ich dann angefangen, ja, alle von der, die wo Handelsschule gemacht haben, die sind alle auf Bank. Weil die Banken, die haben damals war Expansion gesagt, ja, die haben ja in jedem Stadtteil Zweigstellen aufgemacht. Heute werden sie alles wieder zurück und so gibt es nur noch Online-Banking und so. Und da haben die Leute gesucht und so und die haben uns umworben und ja, und ja, der Vater hat auch gesagt, ich soll schon was Gescheites lernen und so. Und Bankkaufmann, ja. Und da habe ich aber auch dann schon Musik gemacht und eine Banklehre gemacht. Und da habe ich aber mit der Musik damals mehr verdient wie als Banklehrerin. Als Banklehrling habe ich im ersten Lehrjahr verdient 145 Mark. Oh. Und 100 Mark habe ich abgegeben. Der, wo verdient hat damals in der Familie, der, ja. Also wir waren ja zu viert, 4 Geschwister und wenn er was dazu verdient hat, dann hat er halt Kost- und Logiegeld abgegeben und so. Da habe ich 45 Mark übrig gehabt, aber mit der Musik haben wir schon damals super verdient. Und warst du aber für die Lehre, warst du auch schon in München, oder? Nein, das war, da, ja, das darf ich ja gar nicht erzählen. Ich war ja im Exil praktisch in Karlsruhe. Ach, in Karlsruhe? In der Diaspora. Aber. Nein, ich bin in Schongau geboren und dann in Landsberg war meine Familie. Mit 3 Jahren bin ich dann nach Landsberg, haben wir nach Landsberg gezogen. Mutter ist aus Schongau gewesen, der Vater aus Landsberg. Ja. Dann sind wir nach Landsberg. Da waren wir im Haus von meinen Großeltern. Glanz Heisel, ah, da könnte ich Zeug erzählen, das, da wären wir ja nicht mehr fertig. Ja, und dann bin ich da in die Schule gegangen, katholische Knabenschule, Landsberg am Lech. Sauber? Ja, sauber. Und dann war ich 10 Jahre und dann ist der Vater ist dann versetzt worden nach Karlsruhe. Mhm. Der war dann damals bei der Bundeswehr. Und ja, dann bin ich in Karlsruhe und Volksschule gemacht, 8 Jahre und dann Handelsschule. Ja. Und dann Banklehre und da habe ich dann auch meine erste Band gehabt. Das war damals so, das war die, ja, 62er Jahre angefangen Musik. Da haben wir schnell schon eine Band beieinander gehabt mit einem Spätzl und so, da Gitarre gespielt. Und, aber wie habt ihr euch das selber beigebracht? Einfach Musik oder Gitarrenspiel? Mein Vater hat mir damals hat gesagt, ja, wenn ich Musik machen will, das darf der unterstützen. Dann habe ich irgendwie die Chance gehabt, war ich mal bei so einem Pfadfindertreffen und da hat einer mit der Gitarre am Lagerfeuer gespielt und er hat gesagt, er will die verkaufen, er will das interessiert ihn nicht mehr so. Und dann habe ich zum Vater gesagt, ja, da verkauft einer seine Gitarre und die darf 40 Mark kosten. Das ist ja. Oder da hat mir die 40 Mark gegeben und hat mich da praktisch gesponsert. Aber das hat er nicht bedacht, dass ich dann so infiziert war. Dass du dann, nur noch dann, Musik machst. Ja, da war ich total verrückt, immer nur an der Gitarre rumgemacht und so und Lehre und alles. Und damals Handelsschule bin ich ja, war alles nicht mehr so wichtig. Stundenlang an der Gitarre und Melodien rausgesucht und
Ja, und dann hat man einen Späßel gehabt, der hat vielleicht einen Griff gewusst wieder, einen anderen. Mhm. Und dann habe ich mir eine Grifftabelle gekauft, Heinz Teuchert Grifftabelle, das weiß ich noch wie heute und so. Und dann hat man geschaut und so, Griff, wie geht das? Und dann hat er einen Späßel gehabt, der hat vielleicht schon was gewusst und so. Und das war dann 2006. Und das war dann so die Zeit, wo auch die Beatmusik so aufgekommen ist. Mhm. Wir waren dann eigentlich eine Beatband. Es sind Beatles aufgekommen und Stones und so. Das haben wir dann probiert zum Spulen, die Sachen. Und die Ansprüche waren nicht so hoch. Wir haben, wir haben ein paar Songs ausgestellt und dann haben wir auch schon Engagements gehabt in so Musikkneipen in Karlsruhe und so. Und dann haben wir da oft gespielt. Ach, das war super. Wir haben Mittwoch gespielt und dann Freitag, Samstag, Sonntag. Und wir waren Anfängerband und hat's 8 Mark hat's gegeben. Pro Person. Mhm. Wir waren 4-Mann-Band. Und wenn wir dann 4 oder 5 Stunden gespielt haben, haben wir 32 Mark gehabt. Oder 40. 32 oder 40. Jeder. In der Taschen damals. Und, ja, mit, das ist das Ganze, was den ganzen Monat habe ich in 45 gehabt. Oh, das war Wahnsinn. Aber du hast quasi Vollzeit gearbeitet und nebenbei dann aber auch noch 4-5 Stunden gespielt. Dann haben wir gespielt, Wochenende sowieso. Und, so. Ja. Und am Montag, das weiß ich noch, da bin ich in der Kreditabteilung gesessen, da waren 3 so Schreibtisch und in der Mitte, zwischen Schreibtisch waren dann so kleine Schreibmaschinentische. Und so, da bin ich immer gesessen. Da habe ich einen super Chef gehabt, der hat dann, und dann bin ich immer eingeschlafen. Und dann hat er gesagt, ja, dann nimmst du so einen Ordner raus. Und wenn dann einer reinkommt von den Obern, von der Direktion oder so, oder Abteilungsleiter, und dann schaut es so aus, wie wenn ich dann da mit dem Ordner da beschäftigt wäre. Wenn du da drin dann ja, und ganze Wochenende gespielt. Und dann, wenn wir gespielt haben und so, da haben wir Geld in der Tasche gehabt. Und dann haben wir irgendwie, wir waren 16, 17, 18, 19, so der Reihe nach. Yeah. Ich weiß nicht, ich war zwischendrin irgendwie 16, 17. Und dann sind wir noch in die Nachtclubs gegangen. Geld in der Tasche. Das war super. Und ich habe das Geld gleich wieder ausgegeben. Da hat es ein Kneipen gegeben, der hat Rauchfang gehasen, der war so im Keller drin. Und da hat eine Damenkapelle gespielt. Und dann haben wir da Shampoos bestellt. Und dann hat es noch was zum Essen gegeben, das war super für uns. Und so. Ah, das war eine verrückte Zeit. Ja. Aber war das einmal ein Grund, ich meine, wenn man Musik macht und auf der Bühne steht, dann hat man es natürlich leichter bei den Frauen. War das einmal so eine kleine Motivation? Jetzt überlegst du aber lang. Ja, das hat man schon gemerkt, wenn man dann Gitarre gespielt hat oder so. Wir haben die Gitarren mitgenommen, haben wir oft so Treffpunkte gegeben auf der Bank im Park und so. Und wenn man da Gitarre gespielt hat und vielleicht, hat sich schon rentiert. Ich habe jetzt gerade überlegt, was für einen Song man gespielt hat oder so. We have all the flowers gone oder so. Blowing in the wind. Oder vielleicht ein Beatles-Song vielleicht sogar. Und da hat man schon einen Vorsprung gehabt. Gegenüber den anderen. Aber das war eigentlich nicht das. Musik war eigentlich immer, Physik hat mich dann so fasziniert und da hat man immer geschaut, dass man irgendwie weiterkommt, probt und so. Wir haben unter Kneipen im Krokodil, der hat im Haus gewohnt, und unser Bassist damals, ich war ja noch Gitarrist, war Solo-Gitarrist. Mhm. Und später bin ich dann Zwangsbassist geworden. Warum hat sich das dann? Ja, weil wir haben einen Bassisten gehabt und plötzlich war er weg und so. Und da war ich aber schon in München dann. Ja, wie bist denn du nach München gekommen? 1967 bin ich dann nach München. Mein Vater wollte unbedingt wieder nach Bayern. Mhm. Und dann ist er da nach München hat er sich versetzen lassen. Und eigentlich wollte ich gar nicht weg aus Karlsruhe, weil da waren meine ganzen Spätzle und so. Aber dann war es doch schwierig, hätte ich mir eine Wohnung suchen müssen und so. Und dann denkt, da war ich dann 20 schon. Aber ich war eigentlich noch nicht so selbstständig, muss ich echt sagen. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich doch wieder mit der Familie und so. Dann haben sie mich erst gar nicht weggelassen in der Volksbank.
Da habe ich meine ganze vierteljährliche Kündigung noch absitzen müssen. Ja. Naja, und dann bin ich nachgezogen nach München. Mit der Familie war ich dann noch. Und dann habe ich danach eine Band gesucht halt. Und habe ich eine Band gehabt. Da habe ich mich beworben. Das war in der Alten Heide. Haben den Übungsraum gehabt, da gegenüber vom Nordfriedhof. Ja. Und in der Pfarrei Allerheiligen haben wir da einen Übungsraum gehabt. Und das war natürlich dann Schwabing. Das war die Ungarer Straße unter auf Schwabing, Englischer Garten, da rein. Studentenstadt Freimann waren wir oft und so. Und dann, das haben wir halt um die. Da sage ich immer, das ist eigentlich so meine zweite Jugendzeit gewesen, zwischen 20 und 30. Mhm. Und jetzt bin ich von Karlsruhe, ich bin mit 10 Jahren nach Karlsruhe und dann habe ich da so badensert. Also das Karlsruhisch, hajo, alter Lee her und so, alter Lappa. Und so habe ich so badensert und so. Und da habe ich gedacht, ja, wenn da in München, da komme ich nicht weit. Ja. Das habe ich dann ganz bewusst habe ich mir das abgelegt und so. Und dann habe ich oft als Spätzl gefragt müssen, ja, wie sagt ihr das jetzt? Gell? Da ist ja heute eine Spezialistin da. Können Sie mich immer fragen, wenn was. Wenn ich mal was brauche. Ja. Nein, ich habe dann wirklich, wenn ich meine Texte gemacht habe, dann habe ich oft einmal noch gefragt, ja, ist das so, darf sie das auch so sagen oder so? Ja. Weil es oft nicht so sicher war. Aber das ich bin zwar in Landsberg auch, das war ich. Oder Schongau ist ja auch Oberbayern, geht schon ins Allgäuerische rein. So. Ja, ja. Und so auch das Münchnerische und so. Das. Und durch das wahrscheinlich, dass ich nicht so jetzt ganz so extrem bayerisch geredet habe, das ist mir dann vielleicht auch zugute gekommen, dass man da besser verständlich war. Wobei das Münchnerische gar nicht so extrem ist, das ist schon ein bisschen so geglättet oder so. Das nennt jetzt so wieder niederbayerisch richtig oder so ein gescherter oder grober Dialekt. Ja, nein, genau. Das stimmt. Und du hast zwar gesagt, ich singe zum Beispiel Sommer in der Stadt. Ja. Wenn jetzt mit dem Schmidtbauer haben wir mal gespielt, der singt Sommer in der Stadt. In der Stadt, ja. In der Stadt, ne? Das, aber, das stimmt, ja. Aber ja. Aber du hast natürlich auch schöne so Sprachbeutel auch immer in die Lieder drin. Also sowas wie Schwammerl in die Knie, das ist ja was, das kann man schwer übersetzen, aber man weiß, man spürt es gleich direkt. Ja. Also hast du das Gefühl, dass du immer. Nein, das hat mir gefallen immer, wenn ich was Besonderes gefunden habe und alte Begriffe, wo gar nicht mehr so up to date waren. Ja. So Wörter oder so, das hat mir immer gefallen oder so Sprüch oder. Ja, das hat mir immer gefallen und das habe ich dann besonders gern. Mit Frosch im Hals, ein Schwammel in den Knie, habe ich bloß nur die Story dazu gebraucht. Und das, ja. Und das war natürlich auch, das war jetzt zeitlich, wo du angefangen hast, im Text ja auf Bayerisch oder im Dialekt zu schreiben, das war ja auch so Deutsche Welle-Zeit, oder? Nein, das war schon davor. Das war dann, wir haben angefangen, im Memolern haben wir gespielt, da haben wir nur englischsprachig alles gemacht. Ja. Und da hat uns der Georg Koster entdeckt. Mhm. Georg Koster war Rundfunkmoderator, der hat so eine Sendereihe gehabt, auch mit Rock'n'Roll. Die hat geheißen aus meiner Rocktasche. Mhm. Und da hat er immer die alten Blues-Sachen, Rock'n'Roll gespielt und so. Und dann hat er eine Sendung gestartet im Zündfunk, im Jugendfunk, im BR. Da wollte er auch so mit Blues und Rock'n'Roll-Musik und so. Und ja, aber das war ja eigentlich schon aus der Zeit gefallen. Ne? Mhm. Aber trotzdem wollte ich das machen. Und dann hat er eine Band gesucht, die eben das gut spielen kann, so ein Rock'n'Roll. Und dann hat er uns entdeckt im Memoland. Mhm. Hat uns mal besucht, hat uns gehört und hat gesagt, ja, fangt's mit, habt ihr so eine Sendereihe und könnt ihr ja die Hausband werden. Mhm. Aber hat er gesagt, ihr müsst bayerisch singen. Ah, der hat das gesagt. Ja, der hat das gesagt und so. Und dann haben wir gedacht, ja, gut. Ja. Aber ist dir das schwer gefallen? Also es war ja am Anfang wahrscheinlich einfach fremd, oder? Man kommt gar nicht drauf. Ja, das war eigentlich gleich so eine Erweckung.
Da habe ich schon gespannt, das geht eigentlich viel besser. Wir wollten ja auch immer eigene Songs schon machen, aber Englisch sprach ich dann noch und so. Aber dann verwendet man immer so Klischees, wo man von anderen Songs kennt und so. Ja. Man ist ja nicht, da nicht daheim. Ja. Und dann habe ich schon gemerkt, ah, das geht eigentlich ganz gut. Da habe ich den ersten Song, das war der Rockhaus-Song, das war praktisch der Eröffnungssong, Titelmelodie könnte man sagen. Mhm. Und dann, das war der Rockhaus-Song und ja, hat sich nur schwer nach Chill House Rock angehört. aber war bayerisch und da habe ich schon gespannt, ah, das geht ja ganz gut, so, da muss man sich nicht verbiegen oder so. Und dann haben wir da jeden Monat eine Sendung gehabt und da wollte man natürlich immer wieder einen neuen Song bringen. Nicht immer dasselbe spielen. Wir haben damals teilweise die englischen Sachen noch gespielt, aber dann immer wieder was Bayerisches. Und dann jeden Monat habe ich eigentlich einen neuen Song geschrieben und so. Und dass ich jetzt zwischen 77, wenn wir mit Spiders gegründet haben, da war ich ja schon 30. Mhm. Und dann, und das war so meine zweite Jugendzeit und wie wir da in Schwabing umeinander, das habe ich so aufgesungen. Mhm. Englischer Garten und damals die Hippie-Zeit und so und wie dann die Clubs auf einmal aufgekommen sind mit den Türstehern, das hat es damals nicht gegeben, auf einmal war das da. Ja. Und dann sind wir halt die ganzen Themen oder so, das Münchnerische, Sommer in der Stadt, das ist schnell passiert gewesen, also was ich halt da so... Ja, das stimmt eigentlich. Erlebt habe. Also, und ja. Dann sagen die immer, ja, das ist das Münchnerische und das Lebensgefühl und so. Ja. Und du hast schon geschafft, einfach viel so, viel Sachen, die man als Münchnerisch irgendwie assoziieren darf, dass du die gut einfach festgehalten hast. Also wirklich, man konnte es einfach nachfühlen. Oder? Also deswegen, glaube ich, ist es ja heute auch nur so, dass man das gern hört und sie einfach, das ist einfach ein Gefühl, das ist ein Münchner Gefühl, was da drin steht. Ich habe auch keine irgendwie Fantasietexte gemacht oder so. Es waren immer meine Erlebnisse oder halt, was so aktuell war, vielleicht in München. Einmal haben sie ein Konzert verboten vom Peter Tosch, der im Zirkus Krone wollte spielen. Und der hat doch gesungen, Liga leistet. Ne? Mhm. Das ist ja bei denen Kulturdroge. Ne? Die Rastermänner, die haben ja die Tüten geraucht und so. Und das habe ich dann immer komisch gefunden. Immer wenn so Doppelmoral in München, nicht Bierstadt und so. Da werden die Bierleichen ja produziert und so. Aber das ist wahrscheinlich, bringt was ein, wenn die ganze Welt da kommt und so. Und dann verbieten sie da so Konzertwege, wenn der so Lies geleistet. Ja, ja, apropos Doppelmoral, da sind wir natürlich auch bei der Rosi schnell. Skandal um Rosi. Ja, gut. Das war ja eigentlich so war das dann der Durchbruch, kann man das so sagen? Wo es so richtig, wo ihr wirklich überall bekannt worden seid? Ja, das war so ein Thema. Das war ja vor der Olympiade ist das aufgekommen, 72. Und da war ich ja schon in München, da habe ich auch noch gearbeitet in der Volksbank am Sendlinger Tor. In der Lindwurmstraße. Und dann ist es plötzlich aufgekommen. Die Stadt hat gesagt, ja, wir müssen München sauber präsentieren. Da darfst du im Bahnhofsviertel die ganzen Schmuddel-Etablissements und Puffs und was weiß ich. Und haben gesagt, das muss alles da verschwinden. Ne? Wir müssen der Weltöffentlichkeit München sauber präsentieren. Ja, ja. Und dann haben sie den Sperrbezirk eingeführt und die Damen haben protestiert, weiß ich noch, Schillerstraße und Goethestraße, da haben die Transparente aus den Fenstern gehängt, da, wo die gearbeitet haben, ne? Ja. Gearbeitet. Ja. und dann bin ich da hin, hab mir das alles angeschaut. Und irgendwie später, dann, das war dann schon 80 oder 81, dann ist mir das Thema wieder, kommt, war ja immer dann mal wieder in der Zeitung, ist der Sperrbezirk mal wieder erweitert worden oder der Skandal war ja das, dann die Damen mussten ja dann an den Stadtrand, da hat es ja den berühmten Dirnenkrieg, Münchner Dirnenkrieg gegeben, da haben die gekämpft, auch die Zuhälter und so, um die besten Stellplätze für die Wohnwagen in der Ingolstädter Straße, Freisinger Landstraße und so, da hat es richtige Kämpfe gegeben und so. Aber der Skandal war ja, dass die Rosi im Sperrbezirk ihrem Gewerbe nachgegangen ist. Ja. Das war ja der Skandal. Die Rosi, fiktiv jetzt, 32.16.8 in der Abendzeitung, hat es annonciert, ruf mich an.
Ja, genau. Ja. Ja, und so. Und dann ist mir das einmal wieder eingefallen. Ja, und das Liedl ist ja dann nicht einmal im Radio gespielt worden, gell? Weil, ja, weil das war einer zu heiß. Und, aber ja, hat das vielleicht sogar den Erfolg noch befeuert, wahrscheinlich? Wahrscheinlich, oder? Ja. Das war unser zweite LP. Erste war richtig noch auf bohrisch alles und ziemlich 50s Rock'n'Roll, Chuck Berry hauptsächlich so im Stil. Und zweite LP, ja, da ist dann schon angegangen mit so, ist von England New Wave gekommen und so, neue deutsche Welle, so allmählich. Gut, wir waren ja keine neue deutsche Welle, wir waren bayerische Rock'n'Roll-Band eigentlich und so. Und richtige NDW-Bands, das waren so deutsch-amerikanische Freundschaft oder Fehlfarben und solche Bands und so, die waren dann schon sehr beeinflusst. Trio oder so mit dem Minimalismus und so. Und dann haben wir aber, wir wollten nicht immer nur den 50s Rock'n'Roll so zelebrieren und wollten auch und schaffen. Wir haben ja andere Sachen auch gespielt. In der Ami-Clubs haben wir die amerikanische Musik, 70er Jahre, Southern Rock gespielt und was weiß ich alles. Was halt so aktuell war, damals haben wir AFN gehört, American Forces Network, haben wir gehört und dann haben wir die GIs halt vorgespielt, was die Herren wollten. Jetzt bin ich wieder abgeschweift, ich weiß schon. Ja, Günther, mit dir kann man stundenlang abschweifen, aber weißt du, was wir jetzt deren? Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir gehen jetzt dahin, wo wir zwar uns eigentlich am wohlsten fühlen, und zwar auf diese schöne Bühne. Machen wir einen kleinen Ausflug, oder? Ah, ja, ja. Was hältst du davon? Ja, gut. Das machen wir. Komm, wir gehen einfach mal. Da sind wir wieder mit dem Günther Siegl im Lustspielhaus mitten in München. Schau mal, Günther, das ist doch der vertraute Blick, oder? Ja, schön. Von der Bühne herab. Wunderbar. Ja, da kann man schon aushalten. Wie fühlst du dich so auf der Bühne? Das ist eigentlich das, genau dein Weder, oder? Ja, genau, das ist super. Genau mein Weder. Gut. Ja, du spielst ja, man darf es ja gar nicht so in Zahlen sagen, weil es klingt so wahnsinnig, aber es sind ja schon fast 50 Jahre, oder, die du auf den Bühnen dich rumtreibst. Ja, 62 habe ich angefangen, dann haben wir gleich schon eine Band gehabt, das war vielleicht 63. Das ist jetzt 3. Ja, länger her. Ja, aber schon mehr als 50 Jahre. Wie ist das mit der Aufregung? Bist du aufgeregt, bevor du spielst? Ja, ein bisschen Anspannung ist immer da. Wenn man ausgeht, man weiß ja nie, wie es ist oder so. Das gehört auch irgendwie dazu. Ja. Wenn man so eigentlich so wurschtig da auf Bühnen ausgeht und so. Aber man weiß ja, was man macht in der Zwischenzeit. Man ist jetzt nicht mehr so aufgeregt wie vielleicht am Anfang. Es kommt dann immer darauf an, wenn dann irgendwie so eine Kamera natürlich dabei, wenn man weiß, dass Kamera läuft. Ne? Ja. Wenn das Aufzeichnung ist, dann ist man wieder ein bisschen mehr angespannt. Dann denkt man sich, ja, jetzt. Ja. Aber eigentlich. Selbst wenn was passiert auf der Bühne, da freuen sich die Leute, dass immer nicht alles so abgespult wird. Wir sind ja Menschen, hallo. Aber jetzt muss man sagen, also die Spider-Murphy-Gang, ihr spielt immer noch früh, ihr seid noch früh unterwegs. Es ist ja richtig anstrengend, auch so einen ganzen Abend zum Spielen. Du, wenn man die da sieht, also du hupfst da umeinander wie eh und je. Also wie hältst du die denn fit? Wie hältst du das überhaupt aus? Ja, das ist für mich gibt mir eher Kraft, so Auftritte, wie das anstrengend ist oder so. Wir haben ja den Lockdown gehabt, der erste war 9 Monate der erste Lockdown und das war nichts. Daheim rumsitzen, morgen nichts, übermorgen nichts, nächste Woche nichts, man hat nicht gewusst, wann es weitergeht. Und so, das war so, wie der Rentner da sein, das ist nichts. Das ist nichts für dich. Nein, das muss man, und dass wir jetzt immer noch spielen und so, man hat das Gefühl, das brauche ich ja, dass man das Gefühl hat, ja, man macht was und man ist nur dabei.
Ja. Ich glaube, viele Künstler geht es so, die sagen, ja, jetzt reicht es, jetzt machen wir unsere Abschiedstournee und dann daheim. Und die meisten, die fangen wieder an. Ja, weil man es einfach irgendwie ja, braucht. Ja, bloß daheim oder so. Und sagen der Barney und ich, wir sagen immer, ja, wir spielen bis uns vom Stangerl haut. Ja, das gehört dazu. Das ist, ja, seit ich damals eine Gitarre gehört, das ist mein Leben, das ist eigentlich... Das Wichtige ist Musik machen und auch unter Leid. Ich habe als Kind schon immer so, ja, war ich schon ein bisschen so Bühnen, wollte ich schon immer, da habe ich Zirkus gemacht. Zirkus? Da habe ich eine Wäscheleine und dann so Decken drüber und so. Das war dann, und dann ist man da hinten raus und dann habe ich, einen Überschlag gemacht, einen Handstand, bin ich auf die Hände gelaufen. Ich war ein guter Sportler. Ein guter Turner, ja. Und dann, aber du bist ja heute noch fit, oder? Und dann habe ich, Fünferl verlangt. Findig und geschäftsmäßig. Ja, da habe ich Fünferl verlangt. Und da habe ich schon ein bisschen was eingenommen. Dann hat es wieder Eis gegeben oder so. Ja. nein, also, ja, wo waren wir jetzt eigentlich? Wie du dich fit hältst und wie du das also, überhaupt durchhältst. Ach so, ja, fit. Ich rauche nicht, ja. Ich trinke nicht. Also noch nie. Ja. Ich habe dreimal einen Vollrausch gehabt und da wollte ich jedes Mal sterben. Als Jugendlicher schon. Ja. Da rutscht man ja so rein. Ne? Irgendwas. Irgendwann ist, ja, macht man den Blödsinn und probiert es mal. Da macht man mit, ja. Und so. Dann habe ich das dritte Mal gesagt, das war übrigens 1972, war ich Olympiade. Da habe ich 71 hab ich gekündigt an der Volksbank, da wollte ich Berufsmusiker machen. Ja. Und da habe ich aber nichts verdient mit der Musik. Und dann habe ich einen Job gehabt da, in der Winzerer Straße und ja, da habe ich dann meinen letzten, habe ich einen Einstand zahlen müssen. Hat es geheißen, ja, da bin ich frisch reingekommen und so und dann, ja, und dann hat es mich halt erwischt. Und das war der dritte und der letzte. Ja, Vollrausch. Und dann habe ich gesagt, nein, mir ist immer, ich wollte immer sterben. Ja. Ah, das war grausam, ich war eine ganze Woche war ich krank, ich war es ja nicht gewohnt. Daheim hat es keinen Alkohol gegeben, wir haben einen Tee getrunken halt. Und so. Ja, es ist eh gescheit. Und dann habe ich gesagt, nein, nie wieder. Und dann da haben sie immer Witz gemacht und so. Und weil ich rigoros nichts getrunken habe und so. Ja. Bin eigentlich überhaupt kein richtiger Rock'n'Roller. Naja. Ich sage, der Rock'n'Roller bei uns ist der Barney. Barney Murphy, das ist Mr. Rock'n'Roll. Der Mr. Rock'n'Roll. Ja, man sagt doch Sex, Drugs in Rock'n'Roll. Über Rock'n'Roll haben wir schon geredet, über Drugs jetzt auch. Aha. Über das Dritte, über Sex. Bei euch sind früher sehr viele BHs geflogen. Ich glaube, heute auch manchmal noch, oder? Manchmal, ja, die machen sich einen Juck, draus. Oder ja, so, schmeißen dann solche Unterhosen auf Bühnen. Da merkt man dann, wie alt man schon ist. Weil die Groupies ist auch langsam älter werden. Ja, früher waren es die Tanga-Strings, irgend so kleine Dinge. da machen sie den Witz draus. Aber Sex ist ja immer ein Thema, Erotik überhaupt. Im Rock'n'Roll sowieso. Ja. Ne? Ich habe ja oft einmal Texte gemacht, der Reißverschluss bleibt zu. Das sind auch so Erfahrungen, die ich gemacht habe als Jugendlicher. Bei uns war ja alles noch spannend. Ne? Wenn man mal einen Otto-Katalog erwischt hat oder so, da hat man geschaut, wo die Wäscheseiten waren. Ne? Da hat man geschaut und das war schon aufregend und so. Und wir sind ja nicht aufgeklärt worden. Oder? Das hat man alles noch learning by doing. Gell? Und das war oft ganz. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch, denke ich mir mal, so, die hat ein gewisses Geheimnis gehabt. Heute vielleicht die Jugendlichen, die sehen alles schon in ihre. Das ist anders auf jeden Fall. Auf dem Smartphone und so schon. Ja, also da denke ich, war bei uns halt spannend. Und, vielleicht auch mehr Fantasie angekriegt. Ja, genau. War gut, aber war schon sehr spannend und oft, ja. Aber wenn man jetzt bei euch so auf die Konzerte ist und so schaut, also das Publikum ist ja sehr gemischt. Also da sind immer Leute dabei, die sind mit euch ein bisschen mit älter geworden, gell? Aber es sind auch junge Leute dabei. Es ist irgendwie für alle so, oder? Es ist ganz ein bunt gemischtes Publikum, das ihr habt. Ja, oft sagen Leute, das war damals mein erstes Konzert. Mhm.
habe ich Spiders gesehen. Ja. Weil wir haben ja dann am Anfang, ja gut, die große Zeit, dann haben wir in den ganzen großen Hallen gespielt. Olympiahalle in Dortmund, der Westfalenhalle, Hallenstadion in Zürich und in Wien, und großen Städte und so. Und, aber dann war der große Erfolg dann nimmer so da und so. Und dann haben wir ja übers Land tingelt. Mhm. Dann haben wir auch so plötzlich in den Bierzelten gespielt und ja. so. Und da haben wir natürlich auch dann so Kommentare gekriegt, ja, Speiders jetzt tingelt über die Dörfer und so und ja. spielen in Bierzelte und so. Aber das war für uns nichts jetzt so. Wir haben das nicht so gefühlt, dass das jetzt so ein Absturz ist oder so ja. von Nummer eins. Und dann so, wir wollten eigentlich ja nie Rockstars oder Popstars werden. Wichtigste war damals für uns, dass wir von der Musik leben können ja. und dass wir da Miete zahlen können. Das war das Wichtigste. Wir wollten keine Popstars werden. Und plötzlich waren wir dann natürlich, war ja der Wahnsinn damals. Plötzlich Nummer eins, Bravo und so. Aber zum Starschnitt haben wir es nie geschafft. Vielleicht kommt ja, das noch. Das nein, ist ja Bravo, noch nicht. Bravo. Du, aber Günther, bevor wir jetzt so viel über Musik reden, ich schiegel da schon immer hin, weil da liegt nämlich deine Gitarre. Ja. Magst du den mal holen? Magst du ja. mir noch ein paar Takte vorspielen, ja, wenn wir schon gut, mal da sind? Wenn du das schon dabei hast. Ja, ist ja zufällig, zufällig liegt da meine Gitarre. Ja, das ist ja. Man muss jetzt sagen, wenn man die anruft, dauert es immer ein bisschen, bis du dran gehst ans Telefon und dann sagst du meistens, ich habe erst noch Gitarre weglegen müssen. Ja, ja. Die hast du eigentlich jeden Tag in der Hand, ja, oder? Ja, das ist wirklich, wo jeden Tag spiele alte Songs oder so und ja, bastle an neue Songs rum und so. Das ist eigentlich, ja, wie gesagt, das ist mein Leben. Da stehe ich auf, dann mache ich mir einen Cappuccino. Zeitung ist wichtig. Also richtig so mit Papier, wenn es das einmal nicht mehr gibt, dort bin ich, weiß ich nicht, das wäre das, was für ihn. Ja. Gescheit Zeitung, dann lese ich Zeitung. Und irgendwann, dann bin ich an der Gitarre. Ja. Ja, ja. Schön, und jetzt bist du an der Gitarre und geht schon gut an. Ja, in Schwabing gibt's eine Kneipe, die muss ganz was Besonderes sein. Da lassen solche Leute die und mir ist gar nicht nein, Chicaria. In Chicaria. Jeder spielt einen Superstar, auf den Shampoos an der Bar in der Chicaria. Das wärst du jetzt gewesen. Ach so, habe ich wieder geschlafen. Na gut, ich lausche ganz, gebannt. Da singen die Leute natürlich mit. Ja, freilich. Schick. Da haben die Amis die Morgen immer, wir singen einen Song über Chicaria. Günther, mir geht's Herz auf, wenn du so spielst. Und ich darf dich bitten, gleich nochmal was anzuspielen. Aber ich darf mich schon mal verabschieden, weil die Sendung ist schon gar. Ach so. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Und du spielst uns jetzt noch aus, oder? Ach so. Ja, okay. Ich weiß nicht. Nein, warte, muss ich den Ton zuhören? Ich weiß nicht, was ist los mit mir? Dass ich mich immer so blamier, mein Tati schon, doch meistens wird nichts draus. Jetzt mal, wenn ich abhandeln will, hab ich morgen ein sautes Gefühl, dann steh ich da und bring kein Wort nicht raus. Zum Beispiel sitz ich im Café, ich hab's gezahlt und will grad geh, da siege sitzen, schön wird Lorelei. Ja, so ein Haus, mein lieber Specht, ich ruck mir meine Krawatten zurecht und denk die Lotz gleich auf ein Cola-Ei. Ja und dann, ja und dann, ja und dann ist die Sendung aus. Und wir fahren wieder heim.